Zum Glück hatte ich eine sehr, sehr fähige Stellvertreterin auf der Wache, die bereits alles koordiniert hatte. Ich habe also nur noch 3 Fragen gestellt. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Mein Name ist Luisa Laudace und ich bin für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterwegs. Egal was du kannst helfen. Normalerweise haben wir 2 ehrenamtliche HelferInnen dabei. Heute ist es aber so, dass wir einen Helfer, nämlich dich Matthias, dabei haben und einen, dem geholfen wurde, nämlich dich Wolfgang. Wir waren also in Baltrum und es war wunderschönes Wetter, Badewetter, eine Station von DLRG war auch dabei und ich bin dann auch ins Wasser gegangen, nur an der Stelle, wo es erlaubt war, selbstverständlich, und das hat sich ja dann als notwendig erwiesen. Und auf einmal so ein plötzlich unkalkulierbarer, unvorhersehbarer Schlag irgendwie im Bein. Er sackte dann ab, kam mit dem Fuß unten auf dem Sand. Und was mir auch neu war, der Sand hat mich nicht mehr losgelassen. Ich kam nicht mehr hoch. Und habe dann noch einen kräftigen Schluck Meerwasser getrunken, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Und von dem Moment an weiß ich nichts mehr. Ich bin zu der Zeit gerade nicht auf der Wache gewesen, war auf dem Rückweg. Und mir wurde dann telefonisch berichtet, dass tatsächlich jemand am Strand aufgefunden worden wäre. Zum Glück hatte ich eine sehr, sehr fähige Stellvertreterin auf der Wache, die bereits alles koordiniert hatte. Ich habe also nur noch 3 Fragen gestellt. Was waren das für Fragen? Hast du den Rettungsdienst benachrichtigt? Ja. Wer ist am Strand? Sind da genug Leute? Und vor allem hast du dafür gesorgt, dass der Strand währenddessen weiter überwacht wird? Denn wenn wir irgendwo Kräfte abziehen, dann dürfen wir natürlich nicht unsere Wachtätigkeit, die wir da eigentlich durchführen, so lange ruhen lassen. Sondern wir müssen natürlich auch weiterhin auf die anderen Badegäste aufpassen. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber das hätte alles genauso gut anders gehört. Ich hätte mir bloß ein Stück weiter ins Wasser gegangen wären. Der Strand, Nordstrand zieht sich ja weit nach Osten hin und da kann man ja, ist ja verlockend, wenn man da rumläuft. Dann hätte man nichts machen können, nicht? Denn es ging nur, dass eben sofort jemand da war, der wusste, was man zu tun hat, ne? Was mir immer wieder auffällt, ist, dass den Strandgästen gar nicht so bewusst ist, dass wir sie die ganze Zeit im Auge haben. Ja? Also wir sind tatsächlich die ganze Zeit vor Ort und wir beobachten natürlich auch den Strand. Und wir sehen zuweilen auch, wenn sich Situationen entwickeln, darauf sind unsere Helfer geschult. Und die Wachgänger bewegen sich häufig schon ganz unauffällig an so Stellen hin, wo man, ich sag mal, schon Probleme absehen kann, damit sie dann auch sofort eingreifen können, wenn etwas passiert. Und wenn ich dann Badegästen mal so auf den Kopf zusage, was sie gestern gemacht haben oder wo sie gestern waren, dann sind die manchmal doch schon etwas verblüfft, weil sie so am Rande immer, ich sag mal, denken, wir würden dort am Strand in der Badehose rumsitzen und an unserer Bräune arbeiten. Das ist aber tatsächlich nicht so. Dass solche Fälle in der Regel sehr glatt ablaufen, dass wir sehr schnell vor Ort sind, dass wir sehr schnell kommunizieren können auch und dass diese Zusammenarbeit mit den anderen Teilen der Rettungskette so reibungslos funktioniert in aller Regel, das ist natürlich auch dem zu verdanken, dass wir jahrelang darauf hingearbeitet haben. Denn eine Sache darf man nicht vergessen, das ganze Retten sind vielleicht nur 15% vor Ort. Mhm. Und die restlichen 85, die müssen im Hintergrund gemacht werden. Da müssen Absprachen getroffen werden, da muss ausgebildet werden, da muss die Logistik vor Ort stimmen, da müssen alle Rettungsmittel vorhanden und in Ordnung sein und so weiter. Wir hoffen, dass unsere ZuhörerInnen das jetzt hören und denken, hey, wie komme ich eigentlich zum Ehrenamt? Das wäre doch vielleicht was für mich. Ich würde aber schon jedem raten, sich seinen Lieblingsbereich herauszusuchen und da dann wirklich durchgehend aktiv zu sein. Denn wenn einem wirklich alles gefällt, so wie mir, dann verzettelt man sich natürlich schnell. Und in denen dann wirklich richtig mitziehen und durchziehen und auch so engagieren, dass man unsere gemeinsame Sache voranbringen kann. Vielleicht kommen wir ja wieder mal nach Baltrum. Meine Frau hat schon wieder angemeldet. Dann sollten wir unsere Termine mal abstimmen. Ne?